Meine Freunde, ich kann euch heute begrüßen. Meine Freunde, ja, ich sag immer nur so und das passt mir aber nicht. Ich habe mir nämlich jetzt gedacht, dass ich vielleicht mal eine andere Begrüßung nehme, nämlich yo, yo, yo. Was geht? Und hollo und hallo. Und ja, ich danke euch, dass ihr euch heute darauf eingelassen habt. Euch heute eine kleine Pause heute euch, ja, heute euch hinter und hinter euch zu lassen, weil ihr ja wollt ihr euch auch unterhalten lassen oder auch und unterhalten lassen von mir selber. Also ich soll euch eine Runde aufnehmen und ja, ich bin mal gespannt, was ich heute mache. Ich habe nämlich heute eine Runde mit euch vor, ja, auf was zu reagieren. Heute reagieren wir auf Kimian. Das ist eine gute, ich glaube, ich bezeichne sie als Beauty-YouTuberin. Ich mache sie gerne, ich habe sie früher immer sehr gerne geschaut. Jetzt ein bisschen vielleicht nicht mehr sehr viel gefolgt, aber ich mag diese gerne. Sie ist eine etwas andere Beauty. Also ich sage zumindest zu ihr, es ist eine Beauty-YouTuberin, weil sie macht sehr viel Beauty, aber auch Essen. Und heute reagieren wir auf das neueste Video von Kimia, nämlich ich darf nur essen, was die Person von mir isst. Ich würde sagen, ohne rumschnacken, let's go. Und wir gehen mal und haben Spaß mit diesem wunderbaren Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Die Werbung werde ich natürlich mal eben hier nach hinten verschieben, dass ihr euch auch das nicht unbedingt anschauen müsst, weil das ja auch unwichtig ist. So, los geht's. Und ich finde den Namen auch ganz cool. Also nochmal eben als Information, bevor ich jetzt hier das Video starte, nochmal an alle Leute, die nicht kennen, stellt auf jeden Fall die Frau aus, die Dame aus und guckt euch das Video an selber, weil ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich ein Video mache und einfach auf irgendeine Frau reagiere. Und dann nehme ich ja ihre Arbeit, aber also dann heißt das ja, dass nur noch wäre ich auf mir. Also dass ich halt Leute vielleicht auf mich lenke. Aber ich möchte eigentlich supporten und ich möchte eigentlich, dass sie irgendwie die Relevanz bekommen. Also ich will einfach, dass sie vielleicht irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich möchte nicht mehr Wert bekommen. Also soll sie halt die Aufrufe bekommen und halt auch ihre Belohnung bekommen, weil sie halt auch total viel Arbeit in ihre Videos gesteckt, also muss sie natürlich auch dafür belohnt werden. Also bitte checkt ihr Video aus, wäre auf jeden Fall sehr schön, weil ich für mich immer so schlecht, wenn ich auf andere reagiere und vielleicht wollen es einfach auf andere, also vielleicht wollen auch andere es nicht, dass ich auf andere reagiere, also die YouTuber mal nicht, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie mal vielleicht bisschen streitiger bekommen, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich unterhalte euch einfach jetzt und viel Spaß beim Zuschauen. Ein Tag nur, also was Person von mir bestellt oder halt isst, muss man halt einfach essen oder muss halt sie essen. Hallo. Ja, also sie merkt schon, die ist echt crazy am Start. Aber so muss es ja auch sein. Alter, was für ein geiler Wagen hat sie also. Was hat sie für ein geiler Wagen, bitteschön. Schön, also total schönes Auto, muss ich sagen. Also haben wir gerade auf jeden Fall vielleicht ein paar Flecken hier, aber das passiert schon mal, wenn man vielleicht in die Vogelscheiße fährt. Mit so einem Wagen, mit so einem wunderbaren Wagen. Ja, hast du auch selber gemerkt, ne? Du hast selber gemerkt, ob du auch Flecken auf deinem Auto hast. Ja! Ich hoffe, dass er auch noch, dass es okay ist. Ich hoffe, die Lautstärke ist in Ordnung. Wenn die nicht so laut ist, dann versuche ich es, also im Laufe des Videos dann einfach ein bisschen lauter zu machen, dass er auch ein bisschen mehr Lautstärke verstehen können, weil ich muss sagen, manchmal ist es einfach so leise. Und diesmal achte ich auch mal mehr auf Pause, weil ich will auch nicht immer reinquatschen in die ganzen Videos. Also, sei mal nicht böse, ne? Also, die Lippen, die sind so gut, ne? Die Lippen von ihr ist einfach, also, das sind echt die Lippen, die ich von allen Frauen, die ich bisher gesehen habe, so schöne Lippen habe ich noch nie gesehen. Und man merkt aber auch, sie macht sich echt viel Mühe. Also, und die Augen auch, die Wimpern hier, wunderbar, zack hier. Also, zack, also heftig. Wartet ihr mich? Lass sie noch mal eben aussprechen, meine Freunde. Aha, du tust also so, dass es deine Wagen wäre, aber das ist dein Ersatzauto, oder hast du überhaupt ein Auto gerade davor? Weil viele YouTuber, ich habe auch letztens gelesen, dass viele YouTuber gar kein Auto haben, weil sie sich einfach auf Kamera und so ein Kram konzentrieren. Aber nee, ich glaube, sie hat sich einfach den ausgeliehen oder ist ihr Wagen kaputt gegangen. Aha,
Yes, und das glaube ich die Freunde von dir, ich glaube schon. Was gibt's denn? Alter, ich glaube, es ist echt zu leise. Ich muss echt mal ein bisschen lauter machen. Ich glaube, ich hab's echt. Also entweder bin ich gerade ein bisschen. Also ich bilde nur ein oder es ist tatsächlich nicht ganz so laut. Okay. Probieren wir es mal eben auf 100 Lautstärke, meine Freunde. Let's go. Und nochmal eben als Information, sorry, mir geht's heute ganz gut, aber ich habe heute nicht irgendwie den Mehrwert, irgendwie ein kommentiertes Let's Play oder Projekt zu machen, weil ich habe mir heute so komisch im Kopf. Vielleicht wird es ja im Laufe des Tages noch ein bisschen besser, dass ich noch eine Runde Pokémon aufnehmen kann. Ich hoffe natürlich nur, weil ich habe jetzt wirklich 3-4 Tage kein 3-4 Tage kein Pokémon mehr aufgenommen. Vielleicht werde ich ja heute Abend noch eine Runde aufnehmen. Gucken mal, ne, meine Freunde. Aber jetzt erstmal ein schwieriges Video, um mal runterzukommen. Und nicht irgendwie mal sich schlecht zu fühlen. Ganz viele Schokoriegel essen. Nein, Spaß. Mhm. Ehrlich zu sein, jetzt hätte ich gerne ein ordentliches Kaffee, aber keine Ahnung. Geil. Also. Wo in Gottes Namen stellt man sich hin, wenn man nicht kann? Aber nicht schlecht. Ein Platz frei. Das heißt, es sind gerade Leute in der Tankstelle. Andere Autos stehen. Sexy, ne? Ja, ja. Sexy gebremst, ey. Und das wartest du auf so einen Typ, der was kaufen. Also du musst halt die Sachen kaufen, die halt eine Person vor dir kauft. Und du machst aber einen richtigen Perform-Schritt hier rein, Alter. Also, ich merke, dass du echt eine Dancerin bist, meine liebe Kimian. Ah, also musst du auch jetzt den Red Bull in Zuckerfreier. Ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber ich trinke noch keine Energies, aber ich glaube, es ist ein Zuckerfreier. Ah, okay, es ist zuckerfrei. Aber ich trinke sowas nicht. Ich trinke eher sowas. So Kaktus oder. Es gibt ja auch so leckere Frühjahrsgetränke hier im Regal oder da oben. Oh mein Gott, so lecker. Fanta ist auch geil, ist auch genau meins. Aber sowas trinke ich eher nicht. Ich trinke vielleicht sowas hier. So Proteinshake oder sowas hier auch. Ist auch lecker. So eine Limonade von Fritzi mit Honigmelone. Ich mache halt eher sowas Klassisches. Aber trotzdem schmeckt das gut. Ich habe es noch nicht probiert, aber. Wo ich mal Lust hätte, mal sowas probieren, wenn ich mal Kaffee mag, irgendwann hätte ich mal Bock auf so ein Monster. Also ich weiß ja nicht, wie es schmeckt. Also es schmeckt oder sieht so ein bisschen aus nach einem Espresso-Shot hier. Obwohl ich keinen Kaffee mag, aber mag ich ja vielleicht irgendwann Kaffee, dann probiere ich mal sowas, meine Freunde. Gerne, gerne. Das ist doch wohl der schlechteste Scherz aller Zeiten. Also das habe ich, glaube ich, zuletzt gegessen mit. Ja, also ich finde die auch viel zu scharf. Ich mag die überhaupt nicht. Also ich habe vielleicht dieser Merk, die mochte die, glaube ich, auch von Filmen, Fans, der Merk, aber die sind die einzigen, die ich eigentlich mag. Die anderen sind mir einfach also scharf irgendwie. Tut mir leid, aber ist einfach so meine Meinung. Also ich glaube, es gibt auch jetzt, glaube ich, seit neuesten so Filmen's Fans, so Bonbons, so als Schokolade, habe ich auch schon mal gesehen. Die sind auch lecker, muss ich sagen, aber auch scharf, also auch ein bisschen scharf, aber nicht so scharf wie die ganz normalen. Oh, jetzt kommt die Werbung. Da muss ich eben ganz kurz die Werbung unterbrechen. Ne? Ich habe es noch nie gehabt. Meinmal noch gar nicht. Bis gleich. Die Werbung soll uns auch nicht unterbrechen, um das total geile Video anzugucken. Deswegen, bis gleich. Es gibt zwar in Videos Unterbrechungen, aber bei uns nicht. Oder bei euch werde ich, oder bei uns hier auf dem Kanal werde ich so gut immer, wie es nur geht, alle Werbung einfach herausschneiden. Weil ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen lieber. Und auch vielleicht ein bisschen. Anfängerfreunde, wenn ihr auf einem neuen Kanal seid oder dass ihr einfach hier neu seid oder wenn ihr einfach jetzt hier neu zugestoßen seid auf den Kanal, dann will ich euch nicht mit Werbung zu knallen oder ich will euch einfach nicht mit Werbung hier irgendwie das einfach alles hier antun. Aha. Alter, man kann nicht essen, man muss da lutschen. Was bist du für eine Frau, Alter? Ist nur Spaß, ne? Also es ist echt nur Spaß. Also bitte nimm's nicht irgendwie persönlich, okay? Es war echt nur Spaß. Also wenn du es. Sie werden niemals das Video sehen, aber ich werde trotzdem lieb zu ihr sein und ich meine auch nicht böse, was ich von denen sage oder was ich zu ihr sage oder was ich zu den Zweien sage, zu der Freundin von Kimian. Also ich werde einfach nur es lieb meinen und auch einfach lieb reagieren. Es gibt Kaugummi, aber keine Lutschbonbons, die man auch essen kann. Also einfach so abbeißen kann man nicht. Wenn man das macht, dann ist man echt ein bisschen verrückt. Wie die Kimian. Alter, wie sie einfach gerade gefahren ist. Für eine meiner drei Kätzchen. Denn wer mir auf dem Blog-Kanal folgt, weiß, dass sie ein bisschen Bauchfeingerückenprobleme
Ach du, das ist aber, das tut mir aber sehr leid. Also hat deine Katze ein Bauchspeichelproblem? Ja, das ist, habe ich auch schon mal gehört. Das ist total schlimm. Also, aber man kann da auch was gegen tun. Das ist ja besser als nichts. Guck mal, also Kimian pflegt ja auch ihr, also ihre Katze, wie ich meine, wie man hier sieht. Also sie gibt sich echt viel Mühe. Also heftig, heftig. Und jetzt gibt es noch hier ein richtiges Selfie von einem, von irgendeinem Fan von ihr. Alles Scheiß. Oder war es echt eine Freundin? Ich weiß auch nicht. Ach, und das ist so ein, ach, das ist echt so ein Hamster-Kissen. Das sieht aber echt total niedlich aus. Habe ich noch nie gesehen. Also ich bin ja eher weniger in so Katzenladen oder in so Katzen. Speziell für Kinder. Also es gibt ja auch Tierläden, aber ich gehe manchmal immer nur so fressen ab. Aber es gibt auch spezielle. Oh, es haben wir Knochen, Entschuldigung. Ich gehe speziell nie in so Katzenläden. Es gibt auch Katzenläden, die nur für, die speziell nur für Katzen sind. Aber sowas machen wir nicht eigentlich. Also ich mache auch sowas nicht. Hier, denkt dran. Abonniert sie, Daumen hoch bitte. Nicht nur, also nicht nur mich hier angucken, bitte abonniert sie, weil sie hat sich die Mühe gemacht, um das Video zu machen. Also bitte. Am besten erst sie supporten, dann mich supporten. Also ich habe ja nichts gemacht, aber trotzdem. Also weil sie auch viel Mühe macht beim Schneiden und bei diesen Challenges, die sie auch hier so macht. Also, Gruß geht auf jeden Fall raus. Okay. Oh, wie süß! Voll süß einfach, wirklich jetzt. Ja, also man merkt, die knuten dich, aber das passiert schon mal bei Tieren. Bei Tieren geht es schneller als bei Menschen. Also, ich will sowieso immer alleine leben, aber trotzdem. Das geht bei Tieren sehr, sehr schnell, habe ich gesehen. Also, hab ich auch schon mal bei Pferden gesehen, dass sich da welche total lieb haben, dass sie sich umarmen. Also, bei Tieren ist es wirklich eine andere, also was anderes als bei Menschen. Da muss man sich einfach immer mehr ranwagen, aber nicht halt bei Tieren. Weil bei der ganzen, man mag sich und man drückt sich einfach. Also man kann nicht sofort irgendwie immer so weit kommen oder einfach irgendwie sich einfach an den Menschen nähern. Wie bei Tieren. Bei Tieren kann man sagen, ja, müsst drücken und dann machen sie sofort. Die überleben nicht, die machen sofort. Also das machen wirklich viele Tiere, habe ich schon mal gesehen. Wenn die Garnelen aktiver sind als man selber. Lustig, ein Joke, Alter. Habe ich darüber gelacht. Okay. Und so sieht eine Kimian aus, wenn sie keine Luft bekommt. Oder wenn sie schlecht nach Luft bekommt im Laden. Was nochmal? Wer hat da schon wieder eine Ausrede oder wer macht da wieder so? Ja, wer sagt da wieder was dazu? Das ist die Wahrheit. Ist da jetzt wieder eine Anzeige, aber bis gleich. Ich muss schon wieder euch unterbrechen wegen der Werbung. Aber ist ja nicht schlimm. Die muss ja auch irgendwie ihr Money bekommen. Bis gleich. Aber diese Werbung ist echt geil. Kennst du schon die Werbung hier von Pepsi? Die ist der Hammer einfach, meine Freunde. Alter. Okay, die lasse ich eben automatisch. Die lasse ich einfach mal eben drin. Aber die nicht. Ich hasse Fantasy. Ich hasse nicht Fantasy, aber ich hasse Final Fantasy. Also ich werde vielleicht mal Final Fantasy zocken, aber bis jetzt sieht es nicht so nach meinem Spiel aus. Oder nach meinem Spiel aus. Genau gerne das, was die Person vor mir bestellt hat. Das ist aber, also ich würde mich sowas niemals trauen, sowas zu machen. Also, wenn ich so einen Typ fragen würde, was würde meine Person oder was würde die Person, die davor bestellt hat,
Hätte ich echt nicht gefragt. Ich hätte auch echt Angst vor, dass der Mann irgendwie ausrasten hätte mir irgendwie oder würde mir den Vogel zeigen. Also da hatte ich echt Angst vor. Weil der könnte sich auch einen Vogel, der könnte mir glatt einen Vogel zeigen. Aber Kimbiot ist echt eine starke Frau. Also ist echt heftig. Also wie sie sich einfach schlägt und sie traut sich ja auch echt was zu. Heftig, heftig. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie wirklich so stark ist. Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß nicht genau, was du meinst. Ach doch, du hast schon mal so Videos gemacht, wo du, oder? Wo du schon mal so vor einer Person das Essen bestellt hast, die halt davor war. Ja, also ich gebe dir recht, also bei so Softwings, da kann man sich immer so ein Ach gönnen. Alter, du hast, also die, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, aber ich nenne sie einfach erstmal Frau oder Dame oder Freundin. Sie hat sich einen Frepp bestellt. Ich glaube, ich habe auch schon so einen Frepp gegessen, aber ich muss sagen, wenn man die selber macht, schmeckt die noch ein Tacken besser, aber bei McDonald's haben die schon hochwertige Frepps. Weil Hamburger schmecken auch gut, aber viele sagen halt, Hamburger sind nicht so der, nicht die Qualitätsbombe auf dem hohen Niveau, aber es ist trotzdem lecker und die Qualität ist getestet, aber irgendwie ist nicht jeder zufrieden mit der Qualität, weil man immer denkt, das wäre abgestanden, aber nein, es ist nicht abgestanden. Es ist einfach nur nicht die beste Lagerung, vielleicht diese machen, aber ist ja besser trotzdem. Ist ja besser als nichts. Also man kann das, man kann es ja nicht schlecht sagen. Man kann da jetzt nicht so schlecht sagen. Oh. Ja. Sieht lecker aus. Also ich würde auch zu ihr, also ich würde auch das Frühstück von ihr bevorzugen, weil Schildnachs ist zwar lecker, aber so ein Frühstück würde ich eher sowas nehmen, mit so Frepps und sowas. Ja, aber trotzdem, vielleicht schmeckt es ja auch anders, wenn da vielleicht irgendwas drin ist. Was anderes. Erstmal futtern jetzt hier schön in Zeitlupe. 20 Minuten später, wie viel isst du denn? Und wie viel schnell kannst du denn essen? Ich brauche dafür eine halbe Stunde locker. Meine Mutter sagt auch immer, ich brauche immer so lange dafür. Aber nee, ich brauche da echt sehr lange für. Und die Frauen, die sind da so schneller als ich. Das hätte ich niemals gedacht, dass sie mich überholen mit meiner Essenszeit. Also habt ihr noch Bock auf einen Snack? Ja, gerne. Platz? Also, ich gebe dir recht, also nach so einem leckeren McDonalds-Menü hat man immer Bock auf was Süßes, das verstehe ich schon. Ist bei mir auch immer so. Also deswegen bestelle ich mir auch immer Eis bei McDonalds. Deswegen, wenn ich immer, ich bestelle mir immer neuerdings ein Eis, da habe ich immer kein Muss für eine Süßigkeit oder irgendwie kein Muss noch irgendwie mehr einen Kuchen reinstopfen vom Bäcker. Das habe ich schon dann, wenn ich mir Eis kaufe. Oh, das sieht aber sehr leer aus, aber auch lecker aus. Als ob. Kein Verkäufer da. Thumbnails am Start. Ah, das ist aber geil. Oh, sorry. Das war aber gerade ein bisschen doof von mir. Ich habe mich gerade mal wieder nicht darauf konzentriert, was ich eigentlich machen sollte, meine Freunde. Egal, bis gleich. So, los geht's. Also ich trinke keinen Kaffee, aber manchen Menschen hilft es ja, dass irgendwie, dass man irgendwie damit wach wird. Aber ich trinke sowas nicht. Ich trinke lieber so einen Orangensaft am Morgen, das reicht mir auch, aber ich brauche es nicht unbedingt irgendwie so einen Kaffee. Also ich mag auch dieses Getränk nicht, so schmeckt mir einfach nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man da wach wird. Koffein, klar wird man von Koffein wach, aber warum bevorzugen die Leute unbedingt Kaffee am Morgen? Aber es ist ja Geschmackssache, meine Freunde. Das ist ja anders. So, und da sind die zwei. Ja, Models. Oder die zwei schicken Frauen. Also, ich weiß auch nicht, warum sie immer so schick machen. Fürs Video. Das müssen sie sich gar nicht machen. Weil. Ich will auch nicht so viel Aufwand betreiben, um halt so ein Video aufzunehmen. Aber die machen sich trotzdem schick. Mit der Bluse, mit dem Haar, mit ihrem Make-up, mit ihr allen drum und dran. Also, schön vorbereitet. Das ist schon ganz toll. Also,
Das finde ich schon eine ganz gute, schon ein ganz gutes Detail. Schon eine ganz gute, ja, einfach so eine, so eine, so eine, Alter, was ist das denn jetzt hier? Ich würde sagen, das ist einfach eine total, ja, einfach ein, einfach irgendwie so ein, es ist einfach irgendwie so ein kleines, so ein kleines, ja, es ist einfach so ein kleines, ein klein, also es ist einfach so ein kleines,